Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also die Bündelung von Verkehren auf Autobahnen war schon immer ein Argument für die autogerechte Stadt, lieber Kollege Greins. Aber wir haben ja schon häufig die Diskussion über die A100 geführt. Und ich habe mir jetzt im Vorfeld dieser Rederunde auch überlegt, kannst du denn dazu irgendwas Neues sagen, was noch nicht hier schon zigmal gesagt wurde? Und dann dachte ich mir, guck mal in Dokumente, die der Senat so veröffentlicht hat. Zum Beispiel in die Studie Machbarkeitsstudie Klimaneutrales Berlin. Da ist ja ein ganzes Verkehrskapitel drin. Und in diesem Verkehrskapitel findet man im Zielszenario dieser Machbarkeitsstudie auch ein Szenario für die Entwicklung des Modal Splits, das heißt die Aufteilung der Verkehrsleistung auf die verschiedenen Verkehrsträger. Und da lese ich, Studie, die im Auftrag des Senats erstellt wurde und die auch veröffentlicht und auf die er sich immer wieder bezieht, dass wir, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, und das ist ja der fest erklärte Wille dieser Koalition, das nehmen wir mal so hin, lieber Fraktionsvorsitzender, dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs an der Verkehrsleistung von gegenwärtig ca. 45% auf 11% sinkt. Und jetzt sagen Sie mir, dass das zukunftsgerichtete Politik ist, wenn Sie den motorisierten Individualverkehr um 75% reduzieren wollen bis zum Jahre 2050, Sie aber gleichzeitig die Infrastruktur für diesen motorisierten Individualverkehr durch Autobahnbau dramatisch erweitern und erhöhen. Diese Infrastruktur brauchen Sie gar nicht mehr, wenn Sie Ihre Ziele ernst nehmen. Und wenn Sie Ihre Ziele ernst nehmen, dann müssen Sie arbeiten am grundlegenden Umbau des Verkehrssystems mit einem klaren und eindeutigen Vorrang für den Umweltverbund, weil sonst werden Sie dieses Ziel des Zurückdrängens des motorisierten Individualverkehrs auf einen 11%-Anteil nicht erreichen. Aber Sie machen das Gegenteil. Und zwar aus einem einzigen absurden Grund. Weil der Quatsch vom Bund bezahlt wird. Das ist der einzige Grund für die A100. Das war auch das einzige Argument von Klaus Wowereit damals in dieser Diskussion. Warum sollen wir das Geld des Bundes verfallen lassen? Lass es uns doch verbauen. Gibt auch Aufträge für die Bauwirtschaft. So, das sage ich aber, diese subventionsgetriebene Haltung, politische Entscheidungen danach zu fällen, wo kriege ich die größte Subvention, das hatten wir in der Vergangenheit und das hat der Stadt wirklich nicht gut getan. Zweitens, da ich bei dem Thema Senatsdokumente bin. Ich kann mich erinnern, dass in der letzten Diskussion um die A100 der Kollege Greins sagte, wir müssen den 17. Bauabschnitt bauen, weil dann macht der 16. keinen Sinn, wenn wir nicht den 17. bauen. Und das war auch vom Kollegen Geisel zu hören. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und noch mal auf die Seite der Stadtentwicklungsverwaltung geguckt. Und da gibt es FAQs und unter anderem die Frage, macht der 16. Bauabschnitt nur Sinn, wenn auch der 17. gebaut wird? Offizielles Dokument der Stadtentwicklungsverwaltung. Und dort steht nein, das ist nicht so, weil der 16. Bauabschnitt hätte gar nicht genehmigt werden dürfen im Bundesverkehrswegeplan, wenn er nicht eigenständig einen verkehrlichen Nutzen gehabt hätte. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Senat hat im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens oder gegenüber dem Bund falsche Angaben gemacht über den verkehrlichen Nutzen. Oder man kann das Ganze mit dem 16. Bauabschnitt, weil er einen eigenständigen Nutzen hat, beenden. Dazu muss sich der Senat und muss sich die Koalition mal entscheiden. Und das sind, da ich jetzt hier nur noch 60 Sekunden habe, meine zwei Anmerkungen, die ich noch mal zu dieser Debatte machen wollte. Unsere Position ist klar. Wir brauchen den 17. Bauabschnitt nicht.
Der Quatsch sollte mit dem 16. Bauabschnitt, der leider nicht mehr zu verhindern ist, beendet werden. Und von da an muss endlich eine konsequente Verkehrswende in dieser Stadt eingeleitet werden, hin zum Umweltverbund, damit das vom Senat selbst proklamierte Ziel, den motorisierten Individualverkehr bis 2050 auf 11% Anteil an der Verkehrsleistung zurückzudrängen, soll übrigens dann auch noch CO2-neutral sein, weil das alles Elektromobilität ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit.